Das Werk Mühldorf ist eines der ersten, in dem die neuen V160 stationiert werden. Mit ihnen wird hier seinerzeit der Dampfbetrieb abgelöst. Über 40 Jahre danach ist die V160-Lokfamilie immer noch präsent. Zwar gibt es mit dem Euro-Runner und der 246 schon Nachfolgerinnen, eine Ablösung ist aber noch in weiter Ferne. Wie wir eben in dem alten DB-Film hörten, dauert ein Motorwechsel nur 6 Stunden. Das ist bis heute unverändert. Fast 8 Tonnen Gewicht bringt der 16-Zylinder MTU 4040 Motor auf die Waage. Er ist eine Neuentwicklung für die Baureihe 218. 55 Stück hat die DB davon beschafft. In Mühldorf gibt es auch einige Exoten, so die Baureihe 225.8. Hinter diesem Kürzel verbergen sich die letzten 3 218er der Nullserie. Die Gleise rund um den Bahnknoten Mühldorf hat die V160er Lokfamilie fest im Griff. Im Regionalverkehr sind es 218er mit Doppelstockzügen oder N-Wagen, die unterwegs sind. Im Güterverkehr ist es die Baureihe 217, die das Sagen hat. Gleich 2 von ihnen haben in Tüssling Ausfahrt nach Burghausen. Wie fast alle Maschinen der V160-Familie ist auch die 217 traktionsfähig. Nur 15 Maschinen gibt es von der Baureihe 217. Sie entstanden von 1965 bis 1968 eher als Notlösung. Grund: Es gab immer mehr Züge mit elektrischer Zugheizung. Diese konnte die V160 mit ihrer Dampfheizung nicht wärmen. Daher erhielt die damalige V162 einen Generator für die elektrische Zugheizung, angetrieben von einem Hilfsdiesel. Ein Kesselwagenzug mit gleich 4 Lokomotiven ist unterwegs. Ziel: das Wackerwerk in Burghausen. Dort hat man sich auf die Herstellung von Mineralölprodukten spezialisiert. Die Raffinerieanlagen zeugen von der Größe. Der An- und Abtransport wird ausschließlich über die Bahn abgewickelt. Bis zu 20 Züge fahren täglich, zusammengestellt im großen Rangierbahnhof. Und fast alle Züge sind mit 217ern bespannt. Ortswechsel nach Murnau in Oberbayern. Im Bahnhof stehen anlässlich eines Festes 2 Prototypen der Baureihe 217. Seinerzeit gehören noch beide zur DB Systemtechnik in München. Daher als Baureihe 753 gekennzeichnet. Auffallend ist der Neulack in TEE-Farbgebung, deren Zweck wohl eher mit Liebhaberei zu tun hat. Zurück in den Mühldorfer Raum, denn dorthin hat es die 002 verschlagen. Weiterhin im TEE-Lack, jetzt aber wieder als 217 bezeichnet. In Kastel hat sie zusammen mit der ozeanblau-beigen 217014 Ausfahrt. Am Haken ein langer Kesselwagenzug. Auf der eingleisigen Strecke muss in Altötting die Kreuzung abgewartet werden. Vorher gesellt sich noch ein 2. Güterzug dazu. Wieder 2 217 an der Spitze.
Eine Serienlieferung der 217 gab es übrigens nie. Neue Motoren mit 2500 PS machen den Hilfsdiesel überflüssig. Die Entwicklung geht dann nahtlos in die Baureihe 218 über. So ist die 217 ein Relikt des Fortschritts gewesen, aber diesem auch gleich wieder zum Opfer gefallen. Ein 628er nach Burghausen rollt in Altötting ein. Bahnalltag in Oberbayern. Leider werden diese Bilder bald Geschichte sein, denn die Elektrifizierung der Strecke München-Mühldorf-Burghausen ist bereits beschlossen.